Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei Holy LOL. Es geht weiter, Hot Wheels. Ich habe 2-3 Tage ausgesetzt, da es mir nicht so gut ging, aber heute geht es weiter. Wir fahren weiter Rennen. Wir fahren heute dieses Rennen, beeindruckender Fahrer. Nun, da ich natürlich ein beeindruckender Fahrer bin, dürfte ich das ja, denke ich, eigentlich ganz gut hinbekommen. Wir fahren mit unserem Super Treasure Hunt Auto. Falls ihr das Opening im letzten Video verpasst habt, gerne mal reinschauen. Richtig super Autos bekommen, unter anderem dieses hier. Und jetzt wollen wir mal schauen. Magnetischer Aufstieg. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, hier natürlich mit unserem Ford. Wir fahren gegen einen Panzer. Also, einen Platz sollten wir gut machen, denke ich. Also, wenn der Panzer schneller ist als wir, dann gute Nacht, ne? Oh, alter Schwede, aber dieses Auto, ne? Das ist so schnell, unglaublich. Die haben gar keine Chance gegen dieses Auto. Okay, wenn ich die Kurve jetzt besser bekommen hätte, hätte ich auch einen besseren Vorsprung gehabt, denke ich. Oh Gott. Alter. Der Boost, der macht einen ja fertig. Erste Runde. Nein, oder? Weiß ich gar nicht. Ich kann gerade nicht hinschauen. Ich sehe nur irgendwas Prozentuales. Geht es hier nur um, wie weit ich komme oder was? Ich habe keine Ahnung. Mal mit Vollgas. Ach du Schande. Habt ihr das gesehen? Ey, das war ja der Abflug des Jahres. Bin ich überhaupt noch richtig jetzt? Alter, ich bin ja, das ist ja irre. Bin ja geschockt. So, komm schon, wieder volle Power hier. Und wenn man boostet, ne, sieht man richtig schön, wie die Flammen aus dem Auspuff kommen seitlich. Oh Gott, ey. Dieser Boost, der ist irre. Der ist einfach nur irre. Und ich bin wieder irgendwo magnetisiert. Und, da ist das Ende. Das war eine schnelle Strecke. Wo fliegt er denn hin? Der fliegt ins Nirgendwo. Ist ja irre. Ja gut, das ging schnell. Das war einfach. So wünsche ich mir jedes Rennen. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben bekommen ein paar Zahnräder. Naja, hier bekommen wir jetzt eine Überraschungskiste. Und eine Anpassung. Ja, alles gut. Was haben wir noch hier übrig? Hier haben wir noch ein Zeitrennen. Hier hätten wir noch ein normales Rennen. Bleifuß. Bleifuß, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Schnell fahren. Auf dem Gaspedal draufbleiben. Das ist so mein Ding. Das kriege ich hin. Das reimte sich sogar. Ist ja wild. Come on. Was haben wir denn hier für Gegner? Ah, da vorne fährt wieder, glaube ich, so ein Panzer rum. Ich habe keine Ahnung. So, come on. Boost. Bleifuß heißt die Strecke. Und dem will ich auch alle Ehre machen. Was ist das denn hier? Ein Eiswagen oder was? Nee, das ist so ein... Na, ah, das Barbie-Mobil, Alter. Das Barbie-Raummobil, Wohnmobil. Alter, hier ist was los. Das will ich auf jeden Fall auch noch haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Sammlung schon habe. Wenn ich das schon habe, wäre super. Aber wenn es noch nicht da ist, ne? Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Wenn es noch nicht da ist, dann muss ich das auf jeden Fall noch haben, das Barbie-Wohnmobil. Oh, schön die Kurve, schön die Kurve, schön die Kurve, schön die Kurve. Alter Schwede, raus beschleunigen. Perfekt.
Perfekt. So, und erste Runde rum, oder? Ja. Ja, ja, ja. Weiter geht's. Alter, im Vollspeed hier durch die Bahn. Richtig gut. Wieder raus beschleunigen. Jawohl, ja. Come on. Wieder perfekt genommen, die Kurve. Also ich werde immer besser. Naja, gut. In dem Moment, wo ich sage, ich werde immer besser, seht ihr es. Bin ich da voll in die Leitplanke rein. Aber, oh Gott, da hinten kommt wieder hier. Ja, ja, nein, zu früh eingelenkt. Ich habe zu früh eingelenkt. Und raus beschleunigen. Diesmal habe ich die Kurve nicht so gut genommen. Aber geht ja nicht immer perfekt, ne? Ich bin ja nicht der Papst, ne? Der ist der Einzige, der ja immer perfekt ist, ohne Fehler und Tadel. Und wir wissen alle, dass es nicht so ist. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, perfekt. Nein, in die Leitplanke. Es hätte schön sein können. Come on. Noch sind wir erst da. Wenn ich keine größeren... Naja. Wenn ich keine größeren Fehler mache, dürfte das auch hier kein Problem werden. Dann habe ich auf jeden Fall diese Strecken schon mal abgeschlossen. Naja, fast. Oh, zu spät eingelenkt diesmal. Seht ihr die Flammen immer rechts und links? So, und. Erster, natürlich. Ich werde demnächst auch mal den Schwierigkeitsgrad selbstverständlich mal extrem erhöhen. Weil, ja, immer nur Erster werden. Also aktuell weiß ich nicht. Müssen wir noch mal drüber sprechen. Sobald ich die Autos aufgewertet habe, umso mehr die Autos aufgewertet sind, umso besser die Autos sind, umso mehr werde ich auch den Schwierigkeitsgrad demnächst erhöhen. Aber das kriegen wir hin. Ich freue mich schon drauf. Mir geht es ja hauptsächlich in dem Spiel darum, dass ich hier alle Autos bekomme, die ich bekommen kann. Da ist das Barbie-Auto. Ich habe das schon. Nächstes Video wird das Barbie-Mobil hier. Der Dream Camper wird im nächsten Video ausgepackt. Ich freue mich schon. Was haben wir denn hier noch Schönes hier? So, dieses Auto hier, den Jetsons. Das ist eine Serie, eine Cartoon-Serie gewesen. Ich glaube nicht, dass noch viele die Jetsons kennen. Falls ihr die noch kennt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und hier haben wir natürlich noch alle Kisten, die wir noch öffnen müssen, ne? So, ihr denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.